Guten Tag, meine Damen und Herren. Ich möchte Sie erneut begrüßen zu einer weiteren Predigt, die von der Kirche des ewigen Gottes produziert wird. In der letzten Predigt hatte ich über die Wirkung des Heiligen Geistes gesprochen und hauptsächlich bin ich auf das Merkmal der Kraft und der Macht des Geistes ausgegangen, die von Gott kommt und die auch in uns bekehrten Christen wohnen kann. Aber ich hatte bereits darauf hingewiesen, dass Kraft und Macht alleine auch nicht ausreichend sein können, denn sonst könnte natürlich Macht und Kraft sehr leicht missbraucht werden. Und von daher möchte ich heute auf weitere Merkmale des Heiligen Geistes eingehen, die mit der Kraft der Macht Gottes Hand in Hand gehen müssen. Und zunächst einmal möchte ich in Johannes 15 und Vers 26 ein Zitat von Jesus Christus lesen, der uns sagt, was ein weiteres wichtiges Merkmal des Heiligen Geistes ist. Johannes Kapitel 15 und Vers 26. Da heißt es, wenn aber der Tröster kommen wird, also hier wird der Heilige Geist als der Tröster bezeichnet, den ich euch senden werde vom Vater, der Geist der Wahrheit, der vom Vater ausgeht, der wird Zeugnis geben von mir. Auch in Kapitel 16 und in Vers 13 heißt es, wenn aber jener, der Geist der Wahrheit, kommen wird, wird er euch in alle Wahrheit leiten. Also hier wird der Heilige Geist Gottes als ein Geist der Wahrheit beschrieben. Im 1. Johannesbrief wird näher noch auf diese Tatsache eingegangen. 1. Johannes Kapitel 2. 1. Johannes Kapitel 2 und lesen wir angefangen in Vers 20. 1. Johannes Kapitel 2 und angefangen in Vers 20. Doch ihr habt die Salbung von dem, der heilig ist, und habt alle das Wissen. Ich habe euch nicht geschrieben, als wüsstet ihr die Wahrheit nicht, sondern ihr wisst sie. Und wisst, dass keine Lüge aus der Wahrheit kommt. Mit anderen Worten wird hier deutlich gemacht, dass der Geist der Wahrheit in Christen wohnen muss und dass dann die Lüge abzulegen ist. Vers 27 fährt fort, und die Salbung, die ihr von ihm empfangen habt, bleibt in euch, und ihr habt nicht nötig, dass euch jemand lehrt, sondern wie euch seine Salbung alles lehrt, so ist es wahr und ist keine Lüge, und wie sie euch gelehrt hat, so bleibt in ihm. Doch worin genau sollen wir bleiben? Nun schauen wir uns 1. Johannes Kapitel 3 an, angefangen in Vers 24. Da heißt es, 1. Johannes 3 und Vers 24, und wer seine Gebote hält, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Und daran erkennen wir, dass er in uns bleibt, an dem Geist, den er uns gegeben hat. Und dann auch in Kapitel 4, und Vers 6, 1. Johannes Kapitel 4 und Vers 6, wir sind von Gott und wer Gott erkennt, der hört uns. Wer nicht von Gott ist, der hört uns nicht. Daran erkennen wir den Geist der Wahrheit und den Geist des Irrtums. Es gibt also hier auch einen Geist des Irrtums, auf den wir nachher noch eingehen werden. Aber jetzt noch 1. Johannes Kapitel 5 und Vers 6. Da heißt es, dieser ist es, der gekommen ist durch Wasser und Blut, Jesus Christus, nicht im Wasser allein, Bezug nehmend auf die Taufe, sondern im Wasser und im Blut, Bezug nehmend auf die Tatsache, dass er für uns gestorben ist. Und der Geist ist es, der das bezeugt, denn der Geist ist die Wahrheit. Nun, warum wird dies so beschrieben? Einzig und allein deshalb, weil der Geist Gottes von Gott ausgeht. Und Gott ist die Wahrheit. Schauen wir uns einmal in Jesaja Kapitel 65 an, wie Gott beschrieben wird. Jesaja Kapitel 65 und in Vers 16. Jesaja 65 und Vers 16. Wer sich segnen wird auf Erden, der wird sich im Namen des wahrhaftigen Gottes segnen. Und wer schwören wird auf Erden, der wird bei dem wahrhaftigen Gott schwören. Denn die früheren Ängste sind vergessen
und vor meinen Augen entschwunden. Schauen Sie, Gott wird als ein wahrhaftiger Gott beschrieben, als ein Gott der Wahrheit. Und so ist es natürlich dann auch klar, dass sein Geist, der von ihm ausgeht, ein Geist der Wahrheit ist. Gott kann nicht lügen. Es ist unmöglich, lesen wir in der Bibel, dass Gott lügt. Und so ist natürlich auch der Geist der Wahrheit verschieden von dem Geist der Lüge, auf den wir nachher noch eingehen werden. Aber Wahrheit und Macht sind auch nicht genug, um die notwendige Balance herzustellen. Ausgesprochen wichtig ist auch die Tatsache, dass Liebe vorhanden sein muss. Und so lesen wir dann auch, dass der Heilige Geist ein Geist der Liebe ist. In 2. Timotheus 1, eine Stelle, die wir in der letzten Predigt bereits gelesen haben, weil sie auch auf die Kraft, auf die Macht Gottes eingeht, lesen wir noch mehr über den Heiligen Geist. 2. Timotheus Kapitel 1 und Vers 7. 2. Timotheus Kapitel 1 und Vers 7. Denn Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, auch darauf werden wir noch eingehen, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Schauen Sie, man muss Liebe haben, man muss Besonnenheit haben, wenn man Macht richtig ausüben will. Und noch ein weiteres Kriterium ist notwendig, das wir auch gleich noch besprechen werden. Aber die Tatsache, dass der Geist Gottes als ein Geist der Liebe beschrieben wird, ist nicht verwunderlich, denn Gott selbst ist ja die Liebe. Schauen wir uns dies in 1. Johannes Kapitel 4 und Vers 16 an. Wenn Sie Gott definieren wollten, wenn Sie Gott beschreiben wollten, was Gott ist, dann haben wir bereits gesehen, Gott ist die Macht, Gott ist die Wahrheit. Und hier in 1. Johannes 4 und Vers 16 lesen wir: Und wir haben erkannt und geglaubt die Liebe, die Gott zu uns hat. Gott ist die Liebe. Und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Wir werden also Gott immer ähnlicher, wenn wir die Liebe, die in uns wohnt, wirken lassen. Gott gießt seine Liebe, um es so in menschlichen Worten zu sagen, in uns aus. Und wodurch tut er das? Wodurch genau gibt er uns seine Liebe? Nun schauen wir uns dies in Römer Kapitel 5 und Vers 5 an. Gott sagt ja, dass wir ihm immer ähnlicher werden sollen. Wir sollen perfekt werden, wie er perfekt ist. Und worin besteht diese Perfektion? Römer Kapitel 5 und Vers 5. Da heißt es: Hoffnung lässt nicht zu Schanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Es ist also der Heilige Geist Gottes, der in uns die Liebe bringt, sozusagen. Die Liebe Gottes wird in unser Herz ausgegossen durch den Geist. Der Geist Gottes, der ein Geist der Liebe ist und der in uns wohnt, erzeugt in uns die Liebe Gottes. Es könnte dies als eine Frucht des Heiligen Geistes bezeichnet werden. Aber wie gesagt, der Heilige Geist ist weitaus mehr und erzeugt weitaus mehr als nur, sagen wir einmal, was wir bislang besprochen haben, Liebe, Wahrheit, Kraft, Besonnenheit. In Galater Kapitel 5, Galater Kapitel 5 und angefangen in Vers 22, Galater Kapitel 5, angefangen in Vers 22. Die Frucht aber des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Keuschheit. Gegen all dies ist das Gesetz nicht. Wir hatten ja bereits gelesen, dass es die Liebe Gottes ist, die uns befähigt, die Gebote zu halten. Diese Charakteristika, die in uns sein können, sind natürlich nicht gegen das Gesetz. Das bedeutet jetzt nicht, dass das Gesetz abgeschafft sei. Es bedeutet vielmehr, dass es kein Gebot gibt, das uns sagt, du sollst nicht lieben oder du sollst nicht Geduld haben oder du sollst nicht Frieden erzeugen oder du sollst nicht freundlich sein. Das sind alles Dinge natürlich, die mit dem Gesetz im Einklang stehen, in Harmonie. Schauen wir uns einmal
1. Johannes Kapitel 2 kurz noch einmal an, um zu zeigen, was die Liebe Gottes ist. Denn manche meinen ja, dass es lediglich ausreicht, dass man sagt, ich liebe Gott oder ich liebe meinen Nächsten, aber wir brauchen seine Gebote nicht mehr zu halten. Die sind abgeschafft. Das ist nicht das, was die Bibel lehrt. 1. Johannes Kapitel 2 und Vers 5. Wer aber sein Wort hält, in dem ist wahrlich die Liebe Gottes vollkommen. Wer sein Wort hält, in dem ist die Liebe Gottes vollkommen, daran erkennen wir, dass wir in ihm sind. Schauen wir uns auch Vers 4 an. Wer sagt, ich kenne ihn und hält seine Gebote nicht, der ist ein Lügner. Und in dem ist die Wahrheit nicht. Also hier wird wiederum auf die Wahrheit Bezug genommen. Der Geist der Wahrheit, der in uns sein soll. Aber wenn wir den Geist der Wahrheit haben, dann werden wir auch die Gebote halten. Und wenn wir sagen, ich kenne Gott, wenn wir sagen, ich liebe Gott, aber wir halten seine Gebote nicht, bemühen uns noch nicht einmal, sie zu halten, meinen, wir bräuchten sie nicht mehr zu halten, dann, so sagt uns die Bibel, ein solcher ist ein Lügner. Und in dem ist die Wahrheit nicht. Glauben Sie dem nicht, hören Sie dem das gar nicht zu. Wenn jemand zu Ihnen kommt und sagt, Gottes Gesetz ist abgeschafft, Sie brauchen Gottes Gebote nicht mehr zu halten. Gott sagt, der ist ein Lügner. Hören Sie nicht zu, akzeptieren Sie seine Lehren nicht. In 1. Johannes Kapitel 5 und in Vers 3 wird dies ganz deutlich gemacht. 1. Johannes Kapitel 5 und Vers 3. Wollen Sie eine Definition der Liebe haben? Hier ist sie. Denn das ist die Liebe zu Gott. Oder man kann auch übersetzen, das ist die Liebe Gottes. Dass wir seine Gebote halten. Wenn Sie Gott lieben, wenn Sie wirklich Gottes Liebe in sich haben, dann werden Sie Gottes Gebote halten. Und seine Gebote sind nicht schwer. Mit anderen Worten, je mehr man sie hält, je länger man sie hält, je mehr man Gottes Geist benutzt, um die Gebote zu halten, dann ist das letztendlich gar nicht mehr so schwer. Es wird vielleicht am Anfang schwer sein, aber es wird leichter mit der Zeit. Schauen wir uns auch 2. Johannes, die Verse 5 bis 8 an. 2. Johannes, angefangen in Vers 5. Und nun bitte ich dich, Herrin, ich schreibe dir kein neues Gebot, sondern das, was wir gehabt haben von Anfang an, dass wir uns untereinander lieben. Und das ist die Liebe, sodass also niemand das missverstehen kann. Schreibt Johannes erneut. Das ist die Liebe, dass wir leben nach seinen Geboten. Das ist das Gebot, wie ihr es gehört habt von Anfang an, dass ihr darin lebt. Auch hier geht es wieder darum, dass man Gottes Weg lebt, dass man die Liebe lebt, indem man seine Gebote hält. Gottes Gebote, soweit sie sich zum Beispiel auf unser Verhältnis zum Nächsten beziehen, werden durch eine interessante Aussage zusammengefasst. Achten Sie darauf, zusammengefasst, nicht abgeschafft. In Römer Kapitel 13, Römer Kapitel 13, angefangen in Vers 9, sagt uns Paulus deutlich, wie man seinen Nächsten liebt. Römer Kapitel 13, angefangen in Vers 9. Denn was da gesagt ist, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht begehren. Und was da sonst an Geboten ist, alles dies sind Gebote, die sich auf unser Verhältnis zum Nächsten beziehen, schauen Sie. Und was da sonst noch an Geboten ist, das wird in diesem Wort zusammengefasst. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Alle diese Gebote sind Ausdruck unserer Liebe zum Nächsten. Wenn wir unseren Nächsten lieben, werden wir ihn nicht töten. Wenn wir unseren Nächsten lieben, dann werden wir keinen Ehebruch begehen, dann werden wir nicht von ihm stehlen. Und so sagt er dann in Vers 10, die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses. So ist nun die Liebe des Gesetzes Erfüllung. Wir erfüllen das Gesetz der Liebe, wenn wir die Gebote der Liebe halten. Es wäre ja total unsinnig zu meinen, dass wir das Gesetz dadurch erfüllen, dass wir es als abgeschafft erklären. Diese ganze Idee, dass das Gesetz abgeschafft sei, ist, wie wir noch sehen werden, das Produkt des Geistes der Lüge.
aber nicht des Geistes der Wahrheit. Wenn Gottes Geist der Liebe in uns wohnt, wird sich diese Liebe anderen gegenüber manifestieren. Sie wird aus uns herausströmen, wie man das so sagen könnte, wie zum Beispiel Wasser aus einer Quelle herausströmt. Nun ist der Geist Gottes aber noch mehr. Schauen wir uns einmal in 1. Korinther Kapitel 2 an, wie der Geist Gottes zusammengefasst, identifiziert, beschrieben wird. 1. Korinther Kapitel 2 und in Vers 16. Da heißt es, wer hat des Herrn Sinn erkannt? Wer hat Christi Gesinnung erkannt, könnte man sagen? Oder wer will ihn unterweisen? Wir aber haben Christi Sinn. Wir haben Christi Gesinnung. Wir denken so, wie er denkt. Wieso haben wir diese Gesinnung? Wieso können wir diese Gesinnung haben? Nun gehen wir zurück zu Vers 10 im gleichen Kapitel. Und da heißt es, uns aber hat es Gott offenbart durch seinen Geist. Denn der Geist erforscht alle Dinge, auch die Tiefen der Gottheit. Denn welcher Mensch weiß, was im Menschen ist, als allein der Geist des Menschen, der in ihm ist? Schauen Sie, jeder Mensch hat einen Geist, der ihn vom Tier unterscheidet. Nun haben auch viele Tiere einen Geist, aber das ist ein anderer Geist. Aber dieser Geist im Menschen erklärt, warum der Mensch so viel anders ist als ein Tier. Er beweist auch, dass die Evolutionslehre nicht richtig sein kann, weil die Evolutionslehre ja jedes nicht-physisches Merkmal, an jeden nicht-physischen Bestandteil ablehnt. Aber die Bibel sagt, der Mensch hat einen Geist. Und dieser Geist des Menschen erklärt dem Menschen auch, was er ist. Aber das ist nicht genug. Und so heißt es nämlich auch hier, welcher Mensch weiß, was im Menschen ist, als allein der Geist des Menschen, der in ihm ist, so weiß auch niemand, was in Gott ist, als allein der Geist Gottes. Und so muss also Gott durch seinen Geist dem Menschen Wahrheiten übermitteln, die der Mensch von sich aus nicht herausfinden könnte. Und so sagt er hier in Vers 12, wir haben aber nicht empfangen den Geist der Welt. Also schauen Sie, hier gibt es wiederum einen Geist der Welt, der auch der Geist der Lüge genannt wird. Und Paulus sagt, den haben wir nicht erkannt oder erfahren und empfangen, sondern wir haben den Geist aus Gott empfangen, dass wir wissen können, was uns von Gott geschenkt ist. Vers 13. Und davon reden wir auch nicht mit Worten, wie sie menschliche Weisheit lehren kann, sondern mit Worten, die der Geist lehrt, und deuten geistliche Dinge für geistliche Menschen. Daran liegt es auch, dass viele, die natürlich den Geist Gottes nicht erhalten haben oder die nicht vom Geist Gottes geleitet werden, geistliche Dinge nicht erkennen können. So haben wir also gesehen, dass der Geist Gottes die Gesinnung Gottes beschreibt, sodann die Kraft Gottes, die Wahrheit Gottes, die Liebe Gottes, die Besonnenheit. Und all dies sind natürlich Charakteristika Gottes. Man könnte sagen, Gott teilt uns mit seinem Geist seine Kraft mit, sodass wir seine Gesinnung, seine Liebe zur Wahrheit leben können. In 2. Thessalonicher lesen wir nämlich den Gegensatz. Wir haben schon ein paar Mal eine Andeutung gemacht bezüglich des Geistes der Lüge. Schauen wir uns nun einmal an, was hierüber näher geschrieben steht. 2. Thessalonicher Kapitel 2, angefangen in Vers 9. Es heißt hier, der Böse, es geht hier um einen Menschen, der noch auftreten wird in der Zukunft, der wird hier als der Böse bezeichnet oder der Gesetzlose oder auch der falsche Prophet, wie an anderen Stellen beschrieben wird. Der Böse aber wird in der Macht des Satans auftreten. Also es wird hier eine Persönlichkeit geben, die sehr viel Kraft besitzen wird, sehr viel Macht. Aber diese Macht kommt nicht von Gott. Der Böse wird aber in der Macht des Satans auftreten mit großer Kraft und lügenhaften Zeichen und Wundern und mit jeglicher Verführung zur Lüge oder zur Ungerechtigkeit bei denen, die verloren werden, also die noch nicht verloren sind unbedingt, aber die zurzeit den falschen Weg gehen, weil sie die Liebe zur Wahrheit
nicht angenommen haben, dass sie gerettet würden. Schauen Sie, hier wird es jemanden geben, der mit großer Verführung die Menschen zur Ungerechtigkeit verleiten wird, zu mehr und mehr ungerechtem Leben. Warum? Weil sie die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen haben. Nicht nur, weil sie die Wahrheit nicht angenommen haben, sondern weil sie vielleicht sogar die Wahrheit zu einem gewissen Grade erkannt hatten, aber sie nicht geliebt haben. Nicht genug geliebt haben, um sie auch zu leben. Und so wird Gott dies zulassen. Schauen Sie, der Böse, auch der falsche Prophet genannt, wird ebenfalls mit Kraft ausgestattet sein. Doch es ist dies nicht die Kraft Gottes. Es ist dies nicht die Kraft, die vom Heiligen Geist herrührt. Von daher lebt er auch nicht in der Wahrheit, sondern er übt lügenhafte Zeichen aus, um die Menschen zu verführen. Und er erreicht solche, die die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen oder beibehalten haben, die also ungerecht leben, das heißt die, die Gottes Gebote nicht halten. Denn es heißt ja, dass es Gottes Gebote sind, die gerecht sind. Es heißt in den Psalmen, alle deine Gebote sind gerecht. Wenn man also mit anderen Worten in Ungerechtigkeit lebt, dann lebt man eben nicht nach den Geboten Gottes. Und schauen Sie, wie die Erzählung hier weitergeht, diese Prophezeiung, in Vers 11. Darum sendet Gott ihnen die Macht der Verführung. Also Gott lässt dies zu, dass dies geschieht, sodass sie der Lüge glauben, damit gerichtet werden alle, die der Wahrheit nicht glaubten, sondern Lust hatten an der Ungerechtigkeit. Schauen Sie, es geht auch darum, dass die Menschen so leben wollen, wie diese Verführung es ihnen vorgaukelt. Die hatten Lust daran. Die hatten keine Lust daran, gerecht zu leben. Sie glaubten also der Wahrheit nicht, sondern der Lüge. Das bedeutet mit anderen Worten dann auch, dass Gottes wahre Jünger der Wahrheit glauben werden. Und das ist nicht verwunderlich, denn Gottes Geist, der in uns wohnt, ist auch ein Geist des Glaubens. In 2. Korinther Kapitel 4. In 2. Korinther Kapitel 4 lesen wir Vers 13. 2. Korinther Kapitel 4 und in Vers 13. Da sagt Paulus, weil wir aber denselben Geist des Glaubens haben, wie geschrieben steht, ich glaube, darum rede ich, so glauben wir auch. Darum reden wir auch. Nun, Glaube ist notwendig. Aber kann man wirklich sagen, dass der Glaube eine Charaktereigenschaft Gottes ist? Aber ganz gewiss. Schauen wir uns einmal Galater Kapitel 2 und Vers 16 an. Galater Kapitel 2 und Vers 16. Vielleicht haben Sie sich darüber noch nie so Gedanken gemacht, aber Gott glaubt. Gott hat Glauben. Und Gott will uns seinen Glauben schenken. Galater Kapitel 2 und Vers 16, da heißt es, doch weil wir wissen, dass der Mensch durch Werke des Gesetzes nicht gerecht wird, und das ist ja auch verständlich, denn jede Sünde bringt uns ja den Tod. Auch wenn sie das Gesetz 99,9% halten, aber in einem Punkt versagen, eine Sünde begehen, dann haben sie damit die Todesstrafe über sich gebracht. Und gerecht können sie nur dadurch werden, dass ihnen diese Sünde vergeben wird. Und das ist allein möglich durch das Opfer Jesu Christi, der uns dann Vergebung gibt. Also, wir wissen, dass der Mensch durch Werke des Gesetzes nicht gerecht wird, sondern durch den Glauben an Christus. Und es sollte hier besser übersetzt sein, sondern durch den Glauben Christi. Den Glauben, der in Jesus Christus wohnte, als er hier auf Erden war, den er nach wie vor hat, heute als Gottwesen. Sondern wir werden also gerecht durch den Glauben Christi, so sind wir auch zum Glauben an Christus Jesus gekommen, das ist richtig, damit wir gerecht werden durch den Glauben Christi, wie es heißen sollte, und nicht durch Werke des Gesetzes, denn durch Werke des Gesetzes wird kein Mensch gerecht. In anderen Worten, wir werden dadurch nicht gerecht, dass wir die meisten der Gebote halten, aber dann einige übertreten. Wir lesen hier also von dem Glauben Jesu Christi. Der Glaube, den Christus hatte und immer noch hat, muss also auch in uns leben, wenn wir gerecht werden wollen. Schauen Sie, die Menschen, die dem falschen Propheten glauben, diesem Bösen, der dort geschrieben steht, dem Gesetzlosen, die leben in Ungerechtigkeit. Das heißt, in ihnen wohnt Gottes Geist des Glaubens nicht.
Schauen wir uns noch weitere Charaktermale Gottes an, die Gott dadurch mit uns teilen will, dass er uns seinen Geist gibt. Da die Bibel diese Merkmale besonders hervorhebt, so sollten wir uns auch um ihre Bedeutung ein wenig Gedanken machen. Schauen Sie sich mit mir 2. Mose Kapitel 28 an. 2. Mose Kapitel 28, angefangen in Vers 2. 2. Mose 28, angefangen in Vers 2. Da lesen wir: Du sollst Aaron, deinem Bruder, heilige Kleider machen, die herrlich und schön seien, und sollst reden mit allen, die sich darauf verstehen, die ich mit dem Geist der Weisheit erfüllt habe. Hier geht es also darum, dass Gott Menschen seinen Geist der Weisheit gibt. Und das ist absolut erforderlich, denn der Geist der Kraft, der Geist der Macht, selbst der Geist der Wahrheit muss gleichzeitig auch Weisheit besitzen. Weisheit, richtige Entscheidungen zu treffen. Besonnenheit, wie wir gelesen hatten, um nicht vorschnelle Entscheidungen zu treffen. Man hätte vielleicht die Macht dazu, aber wenn man vorschnelle Entscheidungen trifft, kann die Macht natürlich missbraucht werden. Und so ist der Geist Gottes eben auch ein Geist der Weisheit. Er teilt uns seine Weisheit mit. Aber die Frage ist, wenden wir seine Weisheit auch immer in unserem Leben an, wenn wir dazu aufgerufen sind? Jakobus stellt uns diese Frage in Jakobus Kapitel 3. Jakobus Kapitel 3 und angefangen in Vers 13. Da fragt er: Wer ist weise und klug unter euch? Der zeige mit seinem guten Wandel seine Werke in Sanftmut und Weisheit. Aber schauen Sie jetzt das Gegenstück in Vers 14. Habt ihr aber bitteren Neid und Streit in eurem Herzen, so rühmt euch nicht und lügt nicht der Wahrheit zuwider. Das ist nicht die Weisheit, die von oben herabkommt. Mit anderen Worten, das ist nicht die Weisheit, die Gott uns gibt, sondern sie ist irdisch. Sie ist niedrig. Sie ist teuflisch. Denn wo Neid und Streit ist, da sind Unordnung und lauter böse Dinge. Die Weisheit aber von oben her ist zuerst lauter, dann friedfertig, gütig, lässt sich etwas sagen, ist reich an Barmherzigkeit und guten Früchten, unparteiisch, ohne Heuchelei. Die Frucht der Gerechtigkeit aber wird gesät in Frieden für die, die Frieden stiften. Selig sind die Friedfertigen, sagt Christus uns ja. Und so sagt Jakobus hier, der Halbbruder Jesu Christi, uns genau das Gleiche. Es geht also darum, dass wir den Geist der Weisheit haben, der uns zu solchem Verhalten, wie es hier beschrieben wird, führen kann. Aber man hat diese Weisheit nicht immer. Und so weiß das Jakobus auch und er gibt uns hier folgenden Hinweis. In Jakobus Kapitel 1, angefangen in Vers 5. Jakobus 1, angefangen in Vers 5. Wenn es aber jemandem unter euch an Weisheit mangelt, so bitte er Gott, der jedermann gern gibt und niemanden schilt, so wird sie ihm gegeben werden. Er bitte aber im Glauben. Schauen Sie auch hier wiederum das Charakteristika oder das Charakteristikum des Glaubens, das notwendig ist. Er bitte aber im Glauben und zweifle nicht. Denn wer zweifelt, der gleicht einer Meereswoge, die vom Winde getrieben und bewegt wird. Ein solcher Mensch denke nicht, dass er etwas von dem Herrn empfangen werde. Ein Zweifler ist unbeständig auf allen seinen Wegen. Also Jakobus sagt uns hier, wenn uns Weisheit mangelt, dann sollen wir Gott darum bitten, aber wir sollen ihm im Glauben bitten und nicht zweifeln, dass er unsere Bitte erfüllen wird. Schauen wir uns auch im 5. Buch Mose, Kapitel 34, Vers 9 an. 5. Mose 34 und Vers 9. Josua aber, der Sohn Nuns, wurde erfüllt mit dem Geist der Weisheit, denn Mose hatte seine Hände auf ihn gelegt. Mit anderen Worten, symbolisch gesehen, in gewisser Weise hat er den Geist der Weisheit, der in Mose war, dann auf Josua übertragen. Also auch Josua, der dann natürlich Israel führen musste nach Moses Tod, hatte diesen Geist der Weisheit. Er hatte die Weisheit zu verstehen, wie er Macht gebrauchen und wie er sie nicht missbrauchen sollte.
Nun, dieser Geist der Weisheit, der sich natürlich auch in anderen Menschen befand, der wurde auch in Josef wahrgenommen, der damals ja von seinen Brüdern nach Ägypten verkauft wurde in die Sklaverei. In 1. Mose 41, 1. Mose 41, angefangen in Vers 38. 1. Mose 41 und Vers 38. Da lesen wir: Und der Pharao sprach zu seinen Großen: Wie könnten wir einen Mann finden, in dem der Geist Gottes ist, wie in diesem? Und er sprach zu Josef: Weil dir Gott dies alles kundgetan hat, ist keiner so verständig und weise wie du. Also hier war auch Josef, ein Mann, der in die Sklaverei verkauft worden war, in dem gleichwohl Gottes Geist der Weisheit lebte. Und der Pharao hat das nachher dann auch begriffen und ihn natürlich sehr erhöht. Nun, Gottes Geist der Weisheit gibt uns dann natürlich auch die Fähigkeit, dieser Weisheit gemäß zu handeln. Es ist nicht nur genug, dass man den Geist der Weisheit hat, man muss ihn auch dann ausüben, gebrauchen. Und so lesen wir in 2. Mose Kapitel 35, 2. Mose 35, angefangen in Vers 30. Und Mose sprach zu den Israeliten: Sehet, der Herr hat mit Namen berufen, und dann werden einige hier erwähnt, und er hat diesen Bezalel, den Sohn Uris, erfüllt mit dem Geist Gottes, dass er weise, verständig und geschickt sei zu jedem Werk. Nun, in diesem Falle ging es um den Bau der Stiftshütte. Und so hatten diese Menschen hier, die zu dieser Aufgabe berufen waren, physische Geschicklichkeit sozusagen, dieses Werk zu errichten. Das heißt nun nicht, dass Gottes Geist der Weisheit einem jeden handwerkliche Fähigkeiten zuschreibt. Ich wäre der Erste, der Ihnen sagen könnte, dass das bei mir nicht unbedingt der Fall ist. Aber heute ist ja auch das Werk Gottes ein anderes. Heute besteht das Werk Gottes darin, wenn man es so sagen will, einen geistlichen Tempel zu bauen, der Kirche Gottes zu helfen, aber dann auch das Evangelium vom Reich Gottes in aller Welt zu verkünden. Das ist ja die Aufgabe, die heute die Kirche Gottes hat. Christus sagt ja, wenn dies geschieht, dann wird das Ende dieser jetzigen Zivilisation gekommen sein. Dann wird seine Wiederkehr nahe bevorstehen. Und so müssen heute diejenigen, die im Gotteswerk arbeiten, von Gottes Geist diese Fähigkeit haben, diese Aufgabe zu erfüllen. Und all das, was wir heute tun mögen, ist nicht aufgrund unserer eigenen Fähigkeiten, aufgrund unserer eigenen Talente zu sehen, sondern einzig und allein deshalb, weil uns Gott diese Weisheit, diese Fähigkeit gibt. So alle Ehre, alle Herrlichkeit gebührt Gott. Gott gibt uns also den Geist der Weisheit. Und diese Weisheit lehrt uns auch, unseren Gegnern richtig zu antworten, wenn wir beschuldigt werden. Eine sehr interessante Prophezeiung, ein sehr interessantes Versprechen findet sich im Neuen Testament. Schauen wir uns einmal an, was Jesus Christus hierzu zu sagen hat. In Markus Kapitel 13, Markus Kapitel 13 und in Vers 11, denn glauben wir nicht eine Minute, dass alle das so sehr akzeptieren werden, was die Kirche Gottes lehrt, was Gott in seiner Bibel lehrt. Die meisten lehnen es ab. Sie machen sich darüber lustig. Einige werden sehr erzürnt und sehr erbost darüber. In Markus Kapitel 13 und Vers 11. Fangen wir mit Vers 9 an, um den Zusammenhang zu sehen, um den es hier geht. Markus Kapitel 13, Vers 9. Christus sagt: Ihr aber seht euch vor, denn sie werden euch den Gerichten überantworten. Und in den Synagogen werdet ihr gegeißelt werden. Und vor Statthalter und Könige werdet ihr geführt werden, um meinetwillen, ihnen zum Zeugnis. Und das Evangelium muss zuvor gepredigt werden unter allen Völkern. Vers 11. Wenn sie euch nun hinführen und überantworten werden, so sorgt euch nicht vorher, was ihr reden sollt, sondern was euch in jener Stunde gegeben ist, das redet. Denn ihr seid es nicht, die da reden, sondern der Heilige Geist. Mit anderen Worten, Gott wird uns durch seinen Heiligen Geist motivieren und inspirieren, das Richtige im gegebenen Augenblick zu sagen. In Matthäus Kapitel 10 lesen wir die Parallelstelle. Matthäus Kapitel 10, angefangen in Vers 19. Matthäus Kapitel 10, angefangen in Vers 19.
Wenn sie euch nun überantworten werden, so sorgt nicht, was oder wie ihr reden sollt. Denn es soll euch zu der Stunde gegeben werden, was ihr reden sollt. Denn nicht ihr seid es, die da reden, sondern eures Vaters Geist ist es, der durch euch redet. Und dann schauen wir uns auch noch die weitere Parallelstelle an in Lukas Kapitel 21. Lukas Kapitel 21, angefangen in Vers 14. Lukas Kapitel 21, angefangen in Vers 14. Und da heißt es: So nehmt nun zu Herzen, dass ihr euch nicht vorher sorgt, wie ihr euch verantworten sollt. Denn ich will euch Mund und Weisheit geben, der alle eure Gegner nicht widerstehen, noch widersprechen können. Christus wird uns die Weisheit geben, durch den Geist Gottes, so zu reden, wie es das Beste ist in der Situation. In Apostelgeschichte 6 lesen wir ein interessantes Beispiel, wie dies damals schon bereits geschehen ist. Aber wir sahen ja von Markus, dass es eine Endzeitprophezeiung ist, die also auch in der Endzeit und gerade in der Endzeit Bedeutung erlangen wird. In Apostelgeschichte 6 und Vers 10, da geht es um Stephanus, der ja vor den Hohen Rat geschleppt wurde. Und er, heißt es in Vers 8, war voll Gnade und Kraft. In Vers 10, sie vermochten nicht zu widerstehen der Weisheit und dem Geist, in dem er redete. Die konnten natürlich lügen, die konnten falsche Dinge vorbringen, aber der Geist der Weisheit und der Kraft, der Stärke, des Mutes, der in Stephanus war, dem konnten sie nicht widerstehen. Nun sehen wir uns auch einmal an, welche Charakteristika des Geistes besonders erwähnt werden im Hinblick auf Jesus Christus selbst, als Jesus Christus hier auf Erden war, als Mensch. Schauen wir uns einmal an, wie das beschrieben wird in Jesaja Kapitel 11. Jesaja Kapitel 11, angefangen in Vers 2. In Vers 1 wird deutlich, dass es sich hierbei tatsächlich um Jesus Christus handelt. Das heißt, es wird ein Reis hervorgehen aus dem Stamm Isais und ein Zweig aus seiner Wurzel Frucht bringen. Vers 2. Auf ihm wird ruhen der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rates und der Stärke, der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Das sind alles sehr interessante Charakteristika, die wir beachten sollten. Der Geist des Herrn wird beschrieben als ein Geist der Weisheit, ein Geist des Verstandes, ein Geist des Rates und der Stärke oder der Kraft, ein Geist der Erkenntnis und ein Geist der Furcht des Herrn. Der Geist gibt also Weisheit und Erkenntnis sowie auch das Verständnis, gerecht richten zu können. Schauen Sie, heute gibt es nicht viel gerechtes Richten in der Welt, ob es sich dabei um unser Verhältnis zu anderen handelt oder vor Gericht. Man kann ja durchaus davon ausgehen, dass man keinerlei Garantie hat vor Gericht. Und ich spreche jetzt egal von welchem Gericht und in welchem Land man hier Erwähnung finden wollte, dass man da Recht bekommt. Aber es gibt schon Beispiele gerechten Richtens. Und in Johannes Kapitel 20 finden wir auch eine interessante Stelle hierzu. Johannes Kapitel 20, angefangen in Vers 19. Johannes Kapitel 20, angefangen in Vers 19. Am Abend aber dieses ersten Tages der Woche, als die Jünger versammelt und die Türen verschlossen waren, aus Furcht vor den Juden, kam Jesus und trat mitten unter sie und spricht zu ihnen: Friede sei mit euch. Und als er dies gesagt hatte, zeigte er ihnen die Hände und seine Seite. Mit anderen Worten, das war jetzt nach seiner Auferstehung. Da hat er sich wieder so manifestiert, in physischer Form, dass die Jünger ihn erkennen konnten. Und da wurden die Jünger froh, dass sie den Herrn sahen. Und da sprach Jesus abermals zu ihnen: Friede sei mit euch, wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Und als er das gesagt hatte, blies er sie an und spricht zu ihnen: Nehmt hin den Heiligen Geist. Nun, der Heilige Geist würde den Jüngern erst zum Pfingstfest gegeben werden. Dies war wiederum hier eine Bestätigung, dass sie den Heiligen Geist erhalten würden. Und schauen Sie, was die Konsequenz der Gabe des Heiligen Geistes sein würde. Vers 23. Welchen ihr die Sünden erlasst,
denen sind sie erlassen. Und welchen ihr sie behaltet, denen sind sie behalten. Nun, was ist damit gemeint? Ist damit gemeint, dass der Mensch die Fähigkeit hat, Sünden zu vergeben? Keineswegs. Nur Gott kann Sünden vergeben. Aber Gott kann seine Jünger, seine Prediger, seine Geistlichen inspirieren, zu erkennen, ob jemand seine Sünden bereut hat, sodass er dann auch Vergebung erlangen kann. Denn schauen Sie, Gott vergibt nicht, wenn wir nicht bereuen. Und Gott kann seine Prediger auch dahingehend inspirieren, zu erkennen, durch seinen Geist der Weisheit, ob jemand nicht bereut hat und weiter den falschen Lebensweg gehen will. Wir finden ein interessantes Beispiel hierzu in Apostelgeschichte 13. Apostelgeschichte 13, angefangen in Vers 6. Als sie, die Rede ist hier von Paulus und seinen Gefährten, als sie die ganze Insel bis nach Paphos durchzogen hatten, trafen sie einen Zauberer und falschen Propheten, einen Juden, der hieß Bar-Jesus. Der war bei dem Statthalter Sergius Paulus, einem verständigen Mann. Dieser rief Barnabas und Saulus zu sich und begehrte, das Wort Gottes zu hören, also dieser Statthalter. Da widerstand ihnen der Zauberer Elimas, denn so wird sein Name übersetzt, und versuchte den Statthalter vom Glauben abzuhalten. Saulus aber, der auch Paulus heißt, voll Heiligen Geistes, also weil Gottes Geist in ihm war, konnte er genau erkennen, wie es um diesen Zauberer aussah. Voll Heiligen Geistes sah ihn an und sprach, du Sohn des Teufels, voll aller List und aller Bosheit, du Feind aller Gerechtigkeit, hörst du nicht auf, krumm zu machen, die geraden Wege des Herrn? Und nun siehe, die Hand des Herrn kommt über dich und du sollst blind sein und die Sonne eine Zeit lang nicht sehen. Und auf der Stelle fiel Dunkelheit und Finsternis auf ihn und er ging umher und suchte jemanden, der ihn an der Hand führte. Und der Statthalter sah, was geschehen war, da wurde er gläubig und verwunderte sich über die Lehre des Herrn. Hier sehen wir also ein Beispiel, wie Paulus, der voll war des Heiligen Geistes, in der Lage war, die wahre Motivation, in diesem Falle des Zauberers, zu erkennen. Aber wir erinnern uns auch, dass es heißt, dass Jesus den Geist der Furcht des Herrn hatte. Nun, das ist interessant, denn wir hatten ja bereits vorher gelesen, dass wir nicht den Geist der Furcht besitzen, sondern den Geist der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. 2. Timotheus 1 und Vers 7 hat uns das ja gesagt. Besteht hier also dann ein Widerspruch? Das heißt, auf der einen Seite, wir besitzen nicht den Geist der Furcht, und auf der anderen Seite heißt es, dass Gott oder vielmehr Christus den Geist der Furcht des Herrn hatte. Nun, wie wir sehen werden, sprechen wir hier von zwei verschiedenen Dingen. Schauen wir uns zunächst einmal an, was der Geist der Furcht nicht ist. In Jesaja Kapitel 51. Jesaja Kapitel 51. Und ich spreche jetzt von dem Geist der Furcht des Herrn, den wir haben sollen. Aber schauen wir uns an, was der nicht ist. Jesaja 51, angefangen in Vers 12. Ich, sagt Gott, ich bin euer Tröster. Und erinnern wir uns auch daran, dass er uns den Geist des Trostes geben will. Ich bin euer Tröster. Wer bist du denn, dass du dich vor Menschen gefürchtet hast, die doch sterben, und vor Menschenkindern, die wie Gras vergehen, und hast des Herrn vergessen, der dich gemacht hat, der den Namen oder der den Himmel ausgebreitet und die Erde gegründet hat, und hast dich ständig gefürchtet den ganzen Tag vor dem Grimm des Bedrängers, als er sich vornahm, dich zu verderben? Wo ist nun der Grimm des Bedrängers? Also hier eine interessante Stelle, wo Gott sagt, wir sollen uns nicht vor Menschen fürchten. Denn Menschen sind vergänglich. Die können uns vielleicht zeitweilig Schaden tun oder versuchen uns Schaden zu tun. Aber wie gesagt, dies ist alles nur sehr zeitweilig. Das ist nicht die Furcht, die wir haben sollen. Das ist nicht der Geist der Furcht des Herrn, den wir haben sollen. In Psalm 56. Im Psalm 56. Das ist die Furcht, von der Paulus sagt im Timotheusbrief, die ist uns nicht gegeben worden. Psalm 56 und Vers 5. Da lesen wir, ich will Gottes Wort rühmen, auf Gott will ich hoffen
und mich nicht fürchten. Was können mir Menschen tun? Letztendlich, sie können etwas Zeitweiliges tun, natürlich, aber nicht in alle Ewigkeit. Und so lesen wir auch in Psalm 118 und in Vers 6. Psalm 118 und Vers 6. Der Herr ist mit mir, darum fürchte ich mich nicht. Was können mir Menschen tun? Aber nun schauen wir uns den Kontrast an. Nun schauen wir uns an, worum es geht bei der Furcht vor Menschen, die wir nicht haben sollen, und der Furcht des Herrn. Ein Charakteristikum des Heiligen Geistes, den wir natürlich haben sollen. In Matthäus Kapitel 10 sagt uns Christus deutlich, wen wir nicht fürchten dürfen und wen wir fürchten sollen. Wir müssen uns dann natürlich auch klar werden, was mit fürchten gemeint ist. Matthäus Kapitel 10 und in Vers 26. Matthäus Kapitel 10 und in Vers 26. Darum fürchtet euch nicht vor ihnen, sagt Christus. Also fürchtet euch nicht vor den Menschen. Es ist nichts verborgen, was nicht offenbar wird, und nichts geheim, was man nicht wissen wird. Was ich euch sage in der Finsternis, das redet im Licht. Und was euch gezeigt wird in das Ohr oder gesagt wird in das Ohr, das predigt auf den Dächern. Und fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, doch die Seele nicht töten können. Fürchtet euch aber vielmehr vor dem, der Leib und Seele verderben kann in der Hölle. Es geht hier darum, dass wir nicht die Menschen fürchten sollen, die unser physisches Leben vernichten können, den Leib, die aber weiter nichts tun können. Schauen Sie, das ist alles, was Menschen tun können im Endeffekt. Sie können jemand anderen töten. Aber sie haben keinen Einfluss darauf, was dann nach dem Tode geschieht. Allein Gott ist derjenige, der uns wieder vom Tode erwecken kann, der uns ewiges Leben geben kann. Wenn hier von Seele die Rede ist, wenn es heißt, fürchtet euch vor dem, der Leib und Seele vernichten kann, dann ist mit Seele der ganze Mensch gemeint. Nicht nur der physische Leib, sondern der ganze Mensch. Und dieser Mensch kann erweckt werden von den Toten, auferweckt werden. Aber wenn es um die Hölle geht, dann geht es um den feurigen Pfuhl, der im Buch der Offenbarung beschrieben wird, ein feuriger Feuersee sozusagen, in dem diejenigen, die nicht bereuen wollen, die unvergebbare Sünde begangen haben, vernichtet werden. Die werden nicht in aller Ewigkeit in einer Hölle gefoltert oder gebraten werden, die werden vernichtet werden. Ihre Existenz wird aufhören. Und natürlich sollen wir uns dann vor dem fürchten, in diesem Sinne, den respektieren, der die Macht hat, das zu bewirken. Menschen haben diese Macht nicht. Und deswegen sollen wir uns nicht vor Menschen fürchten. Aber wir sollen den ehren, wir sollen den respektieren, der diese Macht hat, unser ewiges Leben uns zu nehmen oder mit anderen Worten zu verhindern, dass wir ewiges Leben erhalten. Es geht also um Gottesfurcht, die wir haben sollen, und um Menschenfurcht, die wir nicht haben sollen. Und schauen wir uns einmal an, was diese Gottesfurcht, die Furcht des Herrn, die uns durch den Geist Gottes gegeben wird, die Jesus Christus hatte, was diese Furcht des Herrn bewirkt. In Jeremia Kapitel 32. Jeremia Kapitel 32 und in Vers 40. Jeremia Kapitel 32 und in Vers 40. Ich will einen ewigen Bund mit ihnen schließen, dass ich nicht ablassen will, ihnen Gutes zu tun, und will ihnen Furcht vor mir ins Herz geben. Warum? Was bewirkt diese Furcht vor Gott? Dass sie nicht von mir weichen. Es geht darum, dass wir die richtige Ehrfurcht vor Gott haben, dass wir uns bemühen, ihm nahe zu sein, seinen Weg zu gehen, eine Gemeinschaft mit ihm zu haben, dass wir uns fürchten, von ihm abzufallen. Das ist die Furcht des Herrn, die Jesus Christus hatte, die wir haben müssen. In Psalm 128, lesen wir in Vers 1 ein Wallfahrtslied. Wohl dem, der den Herrn fürchtet und auf seinen Wegen geht. Also sehen wir hier den Zusammenhang. Man fürchtet Gott und geht dann auf seinen Wegen. Auch in Vers 4. Siehe, so wird gesegnet der Mann, der den Herrn fürchtet.
der den Herrn ehrt, der ihn respektiert, der ihn achtet. In Psalm 34 lesen wir angefangen in Vers 10. Psalm 34 und angefangen in Vers 10. Fürchtet den Herrn, ihr seine Heiligen, denn die ihn fürchten, haben keinen Mangel. Reiche müssen darben und hungern, aber die den Herrn suchen, haben keinen Mangel an irgendeinem Gut. Kommt her, ihr Kinder, hört mir zu. Ich will euch die Furcht des Herrn lehren. Wer möchte gern gut leben und schöne Tage haben? Behüte deine Zunge vor Bösem und deine Lippen, dass sie nicht Trug reden. Lass ab vom Bösen, tue Gutes, suche Frieden, jage ihm nach. Die Augen des Herrn merken auf die Gerechten und seine Ohren auf ihr schreien. Vers 19. Der Herr ist nahe denen, die zerbrochenen Herzen sind, und hilft denen, die ein zerschlagenes Gemüt haben. Vers 23. Der Herr erlöst das Leben seiner Knechte, und alle, die auf ihn trauen, werden frei von Schuld. Also das ist die Konsequenz der Furcht des Herrn, der Furcht vor Gott. Das heißt, der Furcht, Gottes Gebote zu brechen, ihn zu kränken, ihn durch unsere Sünde zu verletzen. Die gereicht uns zum Segen. Das heißt, wir werden Gott mehr und mehr ähnlicher, bis wir ihm zuletzt in der Auferstehung gleich sein werden. Man könnte dies als Charakterentwicklung beschreiben. Richtiger, guter, gerechter, göttlicher Charakter setzt voraus, dass man zunächst einmal die Wahrheit kennt, dass man sich dann für die Wahrheit entscheidet und dass man dann die Wahrheit tut. Mit anderen Worten, man lehnt das Falsche ab, man weigert sich, das Falsche zu tun und man wählt und erwählt für sich das Richtige und ist dann auch bemüht, das Richtige zu tun. Und wenn man das tut, wird man Gott mehr und mehr ähnlicher, wird man mehr und mehr vollkommen. Wie Christus hier sagt, ihr sollt vollkommen sein oder vollkommen werden, wie euer himmlischer Vater im Himmel vollkommen ist. Und so lesen wir im 1. Johannesbrief in Kapitel 4, 1. Johannes Kapitel 4, angefangen in Vers 17, 1. Johannes Kapitel 4, angefangen in Vers 17. Darin ist die Liebe bei uns vollkommen, dass wir Zuversicht haben am Tage des Gerichts. Denn wie er ist, so sind auch wir in dieser Welt. Schauen Sie, Furcht, aber das ist jetzt diese Menschenfurcht. Aber es ist auch eine falsche Furcht vor Gott. Denn es heißt, Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Welche Furcht ist hier gemeint? Denn die Furcht rechnet mit Strafe. Es ist also die Furcht, dass man weiß, man hat etwas Falsches getan und wird dafür bestraft werden. Schauen Sie, wenn wir die Liebe Gottes in uns haben, dann halten wir ja die Gebote. Und dann brauchen wir uns nicht zu fürchten, dass wir etwas Falsches getan haben. Und wenn wir etwas Falsches getan haben, können wir Vergebung erlangen, wenn wir diese ständige Gemeinschaft mit Gott, dem Vater und Jesus Christus haben. Und so sagt hier Johannes, wer sich aber fürchtet, der ist noch nicht vollkommen in der Liebe. Lasst uns lieben, sagt er hier in Vers 19, denn er hat uns zuerst geliebt. Wenn jemand spricht, ich liebe Gott und hasst seinen Bruder, der ist ein Lügner. Und wer seinen Bruder nicht liebt, den er sieht, wie kann er Gott lieben, den er nicht sieht? Und dies Gebot haben wir von ihm, dass wer Gott liebt, dass er auch seinen Bruder liebe. In 1. Johannes Kapitel 3 fahren wir fort, in Vers 1 zu lesen. 1. Johannes Kapitel 3 und Vers 1. Seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erwiesen, dass wir Gottes Kinder heißen sollen, und wir sind es auch. Darum kennt uns die Welt nicht, denn sie kennt ihn nicht. Meine Lieben, wir sind schon Gottes Kinder, es ist aber noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Natürlich nicht, wir sind ja noch keine Geistwesen, wir leben nach wie vor in Fleisch und Blut. Wir wissen aber, wenn es offenbar wird, oder wenn Jesus Christus offenbar wird, wenn er zurückkehrt, dann werden wir ihm gleich sein. Denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Mit anderen Worten, wir werden in die Familie Gottes aufgenommen werden, als Geistwesen.
Und nun schauen wir uns an, was er in Vers 3 hier sagt. Und ein jeder, der solche Hoffnung auf ihn hat, der reinigt sich, wie auch jener rein ist. Also hier die Vollkommenheit wird angesprochen, zu der wir uns bemühen müssen, die wir anstreben müssen. Vers 4. Wer Sünde tut, der tut auch Unrecht. Oder man kann auch sagen, der übertritt das Gesetz. Und die Sünde ist das Unrecht. Die Sünde ist Gesetzwidrigkeit, Gesetzlosigkeit. Und ihr wisst, dass er erschienen ist, damit er die Sünden wegnehme. Und in ihm ist keine Sünde. Auch hier geht es wiederum um die Sündenvergebung und die Tatsache, dass man sich reinigt, dass man mehr und mehr gerecht lebt. Vers 15. Wer seinen Bruder hasst, der ist ein Totschläger. Und ihr wisst, dass kein Totschläger das ewige Leben bleibend in sich hat. Jemand, der den Heiligen Geist erhalten hat, der hat in gewisser Weise ein Anrecht oder eine Anzahlung, könnte man sagen, auf ewiges Leben, weil der Heilige Geist natürlich ewiges Leben darstellt. Aber Johannes sagt hier, wenn man aber fortfährt, seinen Bruder zu hassen, dann wird eines Tages dieser Heilige Geist von uns genommen werden. Denn Hass und Liebe sind Gegensätze, die es in Gottes Buch nicht geben kann. Die Liebe Gottes treibt unsere Furcht davor aus, von Gott beim jüngsten Gericht verurteilt zu werden. Das heißt ja, Furcht ist nicht in der Liebe. Wer fürchtet, der muss vor Strafe zittern. Warum ist das so? Weil wir in der Liebe Gottes leben. Weil wir wissen, dass wir Gott wohlgefällig leben und dass, wenn wir sündigen, uns diese Sünde bei aufrichtiger Reue und Glauben an das Opfer Christi vergeben wird, sodass wir wiederum rein und gerechtfertigt vor Gott erscheinen können. In 1. Johannes Kapitel 1 lesen wir angefangen in Vers 5. 1. Johannes Kapitel 1 angefangen und in Vers 5. Und das ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und euch verkündigen. Gott ist Licht und in ihm ist keine Finsternis. Wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und wandeln in der Finsternis, so lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Schauen Sie, tun nicht die Wahrheit. Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft untereinander und das Blut Jesu, seines Sohnes, macht uns rein von aller Sünde. Wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, Präsenz, Gegenwart. Wenn wir heute sagen, wir haben keine Sünde, wir sind sündenlos, wie das der Hiob so gemeint hatte, der kann nicht sündigen. Wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, so betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit, macht uns gerecht dadurch. Und er fährt dann fort zu sagen in Vers 10, und wenn wir sagen, wir haben nicht gesündigt in der Vergangenheit, so machen wir ihn zum Lügner. Denn Gott hat ja gesagt, ihr habt gesündigt und ihr braucht Vergebung. Und sein Wort ist nicht in uns. Es geht also darum, dass man die Sünde lässt, aber wir wissen auch, dass wir, weil wir menschlich sind, weil wir fehlerhaft sind, nach wie vor sündigen werden. Hoffentlich weniger und weniger, aber wir werden sündigen. Und Jesus Christus durch seinen Opfertod ist in der Lage, diese Sünden zu vergeben. Und Gott vergibt sie uns, weil er auf das Opfer seines Sohnes blickt, der für uns gestorben ist und für uns die Strafe, die wir durch unsere Sünde über uns bringen, bereits bezahlt hat. In Kapitel 2 lesen wir in Vers 1, meine Kinder, dies schreibe ich euch, damit ihr nicht sündigt. Also es geht jetzt nicht darum, dass wir weiter drauf los sündigen sollen. Aber wenn jemand sündigt, so haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater, Jesus Christus, der gerecht ist. Und er ist die Versöhnung für unsere Sünden. Nicht allein aber für die unseren, sondern auch für die der ganzen Welt. Vers 3. Und daran merken wir, dass wir ihn kennen, wenn wir seine Gebote halten. Auch hier wiederum wird deutlich gemacht, dass es nicht nur darum geht, ein Leben zu führen, das davon ausgeht, dass das Gesetz abgeschafft sei. Nein, wir werden natürlich dadurch gerecht, dass wir Sündenvergebung erlangen,
Aber die Sünde ist die Übertretung des Gesetzes, wie wir gelesen haben, ist Gesetzwidrigkeit, Gesetzlosigkeit. Und so müssen wir natürlich uns bemühen, dann die Gebote zu halten. Wir sehen also, wie die Gottesfurcht mit der Liebe Gottes Hand in Hand geht. Wir lieben Gott, seine Gesinnung, sein Gesetz, alles, was mit Gott identifiziert wird und werden kann. Und wir fürchten uns, uns anders zu verhalten, anders zu sein als Gott und als Gott es vorschreibt. Wir hatten bereits in der letzten Predigt Epheser 1 gelesen, die Verse 15 bis 19. Ich möchte diese Stelle noch einmal lesen, aber jetzt in der Padloch-Bibel-Übersetzung. Denn hier werden wiederum einige der Charakteristika Gottes, die er uns durch seinen Geist verleiht, beschrieben. Und ich zitiere: So will auch ich, seit ich von eurem Glauben im Herrn Jesus hörte und von eurer Liebe zu allen Heiligen, nicht aufhören, euretwegen Dank zu sagen, wenn ich eurer gedenke in meinen Gebeten. Der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, gebe euch den Geist der Weisheit und der Offenbarung in seiner Erkenntnis, oder den Geist der Weisheit und der Offenbarung, ihn zu erkennen. Die Augen eures Herzens seien erleuchtet, dass ihr inne werdet, was es um die Hoffnung seiner Berufung, was es um den Reichtum seiner herrlichen Erbschaft unter den Heiligen, was es um die überragende Größe seiner Macht ist, die sich an uns, die wir glauben, tätig erweist in seiner Kraft und Stärke. Haben Sie gesehen, wie viele dieser Charakteristika des Heiligen Geistes hier erwähnt werden? Es geht um den Glauben, die Liebe, die Weisheit, die Erkenntnis, die Kraft, die Macht, die Stärke Gottes. Alles dies, heißt es, soll sich an uns und in uns und durch uns wirksam erweisen. Doch noch einmal sei erwähnt, es ist Gott, der uns alle diese Eigenschaften geben will. Und er tut dies durch seinen Geist, der, man könnte sagen, wie Wasser aus einer Wasserquelle ausströmt, in uns hineinströmt, oder wie Strom aus einer Stromquelle fließen mag. Sie kommt von Gott, fließt in uns hinein, und wir müssen sie dann in uns wirken lassen und aus uns herausströmen lassen, anderen Menschen gegenüber und Gott gegenüber. So muss also Gottes Gesinnung in jedem Christen sein. Sein Geist der Kraft, der Wahrheit, der Liebe, der Besonnenheit, der Weisheit, des Verständnisses, des Glaubens, der Gottesfurcht. All dies befähigt uns, Gott ähnlicher zu werden, bis wir im Zeitpunkt seiner Auferstehung seine Herrlichkeit erlangen. Gottes Geist muss in uns leben. Richtig verstanden ist Gottes Geist das größte Geschenk, das uns Gott geben kann. Denn durch seinen Geist können wir Anteil erlangen an Gottes Natur, sodass wir mehr und mehr Gott ähnlicher werden und schließlich zu Gott werden können. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit, Ihr Norbert Link, für eine Predigt der Kirche des ewigen Gottes.